Hallo Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Entschuldigung, dass jetzt am Dienstag kein Video rausgekommen ist. Es lag erstens dran, weil ich Schule hatte und zweitens, weil ich halt einfach so viele Hausaufgaben auf hatte. Oder nicht viele, aber trotzdem. Ich hatte dann halt einfach keine Zeit, ich hatte keine Videoideen und deshalb habe ich eine Videoidee. Ihr habt es wahrscheinlich schon unten im Titel gelesen. Ja, ich gehe gleich zu einer Freundin, deshalb muss ich mich ein bisschen beeilen. Aber ich versuche das Video jetzt ein bisschen schön zu drehen. Und ja, ich fange einfach an. Ich sage euch ja heute meine Sattelkammer von den zwei. Und nicht verwundern, die haben beide so eine Decke drauf. Eine Decke. Ja, für den Winter halt. Ja, dann ist hier einmal die Abschnittsdecke. Die habe ich einfach da hingelegt. Ja. Wenn man weiter geht, sieht man erstmal hier das Madrigal. Ja, das habe ich selbst gemacht, wie man sieht. Dann habe ich hier meinen Hodenhalfter, was ich ja mit euch mal gemacht habe. Dann ist hier einmal mein Halfter, mein Winterhalfter, mit dem mega schönen Strick. Ich finde mega schön. Die Farbe ist so ein Rosé-Rosa, Gold und ich finde halt die Schnallen oder halt auch mega schön. Und ja, das ist eben ein großer Pony. Und Strick finde ich halt einfach passend dazu, weil ja. Wenn man dann hier weitergeht, sieht man dann erstmal das andere Halfter von Felix Biller. Das ist halt das, was ich euch gerade gezeigt habe. Das ist von Showmaster. Ich finde das auch voll cute und halt mit dem blauen Strick. Dann ist hier einmal Finjas Halsring und Finjas Trense, also Springtrense benutze ich jetzt einfach. Dann hier unten ist einmal meine Putztasche. Ja, einmal so ein Schwamm. So putzen nochmal, also die ganzen Härchen aufzumachen. Dann einmal halt Mähenspray. Die halt noch was man halt so kennt und halt die Wonder Crush. So, das waren jetzt die Sachen von Fenja, die bei ihr sind. Zum Sokora. Und Leute, die ist groß. So, wenn man hier reinkommt, sieht man eigentlich Sabrina und Sokora, ja. Ich muss das neu machen, das steht eigentlich nur Sokora. Ja, wenn man hier ankommt, sieht man, ja, sollte nicht beachten. Das sind die Verbandszeuge, ja, ich habe es einfach so reingeschmissen und halt einfach Lederfett, das halt. Nee, ist das nicht beachten. Und hier einmal das Huffett, da ist auch Wasser drin, aber das benutze ich eigentlich nur bei Sokora, weil, ja. Dann, wenn man hier weiter runter geht, sieht man erstmal Futter für die Holzpferde. Ja, Leute, es ist meine Sache, wie ich das spiele und ich finde es halt einfach perfekt. Oder ich spiele es halt so. Und hier ist noch einmal Heukorps drin. Dann ist hier einmal klassisches Müsli. Ups, das sind halt so. Ich guck, jetzt riecht irgendwie so nach Sablet-Schokolade. Wie sieht das aus, wenn ihr echte Pferde habt? Dann einmal hier. Mineralfutter. Das ist eigentlich nur der Gallis. Ja, Äpfel. Der Gallis habe ich auch schon drauf. Drin. Dann hier einmal CO2-Frucht. CO2-Mesh. Und da sind auch nur so Leckerlis drin, aber ich mache das halt, weil, ja. Dann ist ja einmal Kraftfutter drin, ja. Nicht echt, das ist halt von Lego, habe ich keine Werbung. Dann hier einmal Leckerlis, ja. Und einmal, dass ich das so aufwischen kann. Und ja. Wenn man dann hier runter geht, sieht man erstmal die so Schüsseln, so ein Gold-Silber-Schüsseln. Ich finde die mega schön. Und Showmaster, wie man hier sieht, also beide sind voll Showmaster. Dann sieht man hier erstmal so Kochs Putzbox von Lestau. Ja, die ist ein bisschen eigentlich so weißlich jetzt schon. Dann ist hier ihre Abspitzdecke. Die haben beide dieselbe Decke halt. Die ist da immer drin. Keine Ahnung warum. Frag ich mich. Dann ist hier einmal, wo ich gerade die Sommerhalfter drin habe. Ja, Leute. Einmal, halt das ist von Fenja oder ist nicht halt Fenja das Halfter. Hat auch so einen blauen Strick. Dann hier einmal ist Sokoras Halfter. Das ist auch so ein blauer Strick und ist ebenfalls von Showmaster und beides ist ein Größe Pony. Dann ist hier einmal, ja, die Stricke sind jetzt bei dem zwar nicht aufgewickelt, einmal Fenjas Halfter, das eigentlich mal Sabrina gehörte. Natürlich mit dem passenden Strick. Habe ich auch seit längsten. Aber längsten dann sind hier die zwei Fliegenfranzen, einmal von Sokora, von Fenja und einmal von Sokora. Und dann sind hier einmal hier die zwei Halfter. Einmal hier das Koppelhalter von ihr. Und halt einmal
Feljas Koppelhalfter. Ist auch ein großer Pony. Dann ist hier einmal Sokoras Halfter. Ja, die haben fast das gleiche Halfter. Und hat auch so einen Anhänger dran. Ja, ich werde wahrscheinlich im Sommer das hinnehmen. Und da kommen halt immer auch die, wenn es zum Beispiel jetzt Frühling ist, kommen hier halt da die Sachen hin. Und wenn jetzt zum Beispiel Winter ist, wenn halt jetzt die Wintersachen, wenn es zum Beispiel Frühling ist, kommen halt hier die Wintersachen rein, zum Beispiel die zwei Fellhalfter. Und da habe ich halt einfach so eine Kiste drin, was nicht Deckel hat, aber egal. Wenn es so weitergeht, sieht man hier erstmal eine Aufstiegshilfe. Ja, ist so ein Hocker. Dann ist hier einmal die Reitbeteiligung. Ja, die ist lange nicht mehr gekommen. Also Reitbeteiligung halt, wie viel Uhr sie kommen kann und so weiter. Und ich bin halt Besitzer bei den zwei. Wenn es hier weitergeht, sieht man hier einmal die Ausbinder, also Dressurausbinder von ihr. Dann einmal ihr Halsring und einmal auch ihr Hodenhalfter. Dann ist hier noch ein Poster. Dann ist hier einmal dasselbe Halfter, was sie hat. Und auch in diesen Brombeerfarben. Ich finde es mega schön, ne? Von Showmaster. Und hat auch diesen goldenen Strick, der ist auch von Showmaster, also beides von Showmaster. Ich finde es mega schön, die Kollektion. Dann ist hier einmal, hier steht das Sokora, ja. Und das ist auch bei Fenia so. Dann ist hier einmal die Trenze, also Dressurtrenze von ihr, von Sokora. Dann ist einmal hier die Felix Biller Halfter, nur in anderer Farbe. Ich finde das auch mega schön. Ja, bei ihr passt das halt nicht so richtig, deshalb muss ich das so machen. Aber ja, sieht man nicht. Und halt diesen Nähstoffstrick, der auch super weich ist, aber ich finde ihn immer noch so cool. Habe ich auch gestern ausprobiert. Die mir auf Instagram folgen, da heißt ich Lehrschritte Praxis. Die wissen es. Und ja. Dann steht hier einmal Sokora. Sokora hat eine pinke Decke drauf. Finde ich übrigens auch mega schön. Und ja, kleine Maus. Und die kriegen ja halt jeden Morgen und abends fressen. Wenn man dann hier weitergeht, Entschuldigung, sind einmal die Decke, die ich jetzt nicht mehr benutze mit Rosen. Ja, die Winterjacke nicht von mir beachten. Dann ist hier einmal mein Sattelschoner. Ja, das lasse ich die ganze Zeit drauf. Den Sattelschoner habe ich schon ein bisschen länger. Auf jeden Fall, den habe ich noch nicht drauf gemacht, aber trotzdem, ich finde den auch mega schön. Den habe ich auch, oder ich habe halt von Maike Toffifee nimmt ja auch diesen Sattelschoner. Ich finde auch mega schön, dass ich auch, wie gesagt, wie Maike Toffifee das ganze Jahr drauf, egal ob Winter oder Sommer. Ja, dann ist ja immer der, oder halt der Sattel, also der Sattelgurt, der liegt immer hier drüber, Sattelschoner natürlich. Ja, dann haben wir hier runter, geht es erstmal Bandagen. Ja, jetzt meine Bandagen. Ich habe sieben Schabracken. Geil. Einmal die Longier-Schabracke, die hatte ich aber gestern nicht drauf. Dann haben wir meine geilste. Ich liebe die. Und Fix Blur natürlich. Die war irgendwas reduziert, keine Ahnung. Dann einmal hier diese. Ich finde die mega schön, die Farbe. Also das ist so ein dunkel-dingster Sommer, dunkelgrün. Dann ist ja einmal die Fell-Schabracke. Ich finde die sowas von geil. Und ich liebe das Fell halt einfach. Und halt auch das Muster, das ist halt die gleiche Brombeer. Also Brombeer halt. Das kann man hier bei denen, also bei der da und bei der da auch aufmachen. Dann ist ja einmal die Showmaster-Schabracke, die ich mir letztens gekauft habe, wo ich im Kremmer war. Ich finde die auch mega geil. Auf jeden Fall will ich morgen testen die da. Ich liebe die mit den Bandagen wahrscheinlich. Weil ich finde, das passt so noch. Dann ist hier einmal die Vielseitigkeitsschabracke, die ein bisschen zu groß ist. Ich muss die, wenn ich bei Lester auch nochmal mir eine Schabracke hole, in Chat holen, weil das passt hier nicht. Passen die in den Zonen halt nicht so gut. Dann ist hier einmal die Dressurschabracke, auch große Pony. Also alles sind große Pony. Außer die da, die habe ich ja selbst genäht. Und ja, dann sind einmal die Bandagen zu der Schabracke, einmal die Bandagen zu der Schabracke. Zu der da gab es keine. Da gibt es nicht. Dann zu der, da habe ich jetzt die Bandagen gesagt. Und dann zu der roten gibt es halt die da, was sehr auffallend ist. Und die blaue habe ich halt die Bandagen, weil die, ich finde, passen alle. Und irgendwie fast alle, also die drei habe ich von Felix Biller und die sind eigentlich anders im Magen halt. Dann ist hier einmal, okay, mein Longshow-Schrank, also Longshow. Dann ist hier einmal Longshow-Strick. Also heute muss ich halt eine Schabracke befestige. Und einmal so ein Sattelschoner, also so ein
Soll gut schoner, aber weil das so weich ist, brauche ich keinen. Ja, den habe ich übrigens von Lestau. Größe 50 oder 75, keine Ahnung. Kann ich ja einmal meine Longshirt, die ja lang ist, die reicht bis hier hinten. Was? Und die ist ebenfalls von Showmaster. Oh Gott, von Showmaster. Dann einmal das Schweißmesser, weil ich gerade nicht so benutze, weil ja Winter ist. Und die Zwiebeln halt schon sind, deshalb brauche ich das auch nicht. Ja, meine Holzpferde werden halt geschoren. Aber ja. Dann ist ja immer Turnier. Und halt meine Rangiergerte, die ich gar nicht benutze. Und halt die zwei Stäbchen, die eigentlich mal gedacht war. Und ja. Das war's eigentlich jetzt schon wieder von meiner Hofrund oder von halt meiner Sonnenkammer. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen rum da, vergesst die Glocke nicht zu aktivieren und klickt auf Abonnieren, wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt. Und ich würde einfach sagen, ciao, Lieben!